Die Survival-Nahrung der Indianer, dieser Riegel heißt Pemmikan und der besteht nur aus getrocknetem Rindfleisch, Rinderteig und Salz. Und in diesem Video zeige ich euch, wie man den selber macht. Pemmikan ist sehr, sehr lange haltbar und die amerikanischen Ureinwohner, die es erfunden haben, haben es natürlich mit Bisonfleisch gemacht. Ich nehme immer Rindfleisch oder Rehfleisch. Es ist wichtig, ziemlich mageres Fleisch zu nehmen, damit es beim Trocknen richtig hart und spröde wird. Zunächst mal kommt das Fleisch für einige Stunden ins Gefrierfach, damit es hart wird. Oder zumindest ziemlich fest. Also nach dem Einfrieren nochmal etwas antauen lassen. Dann lässt es sich nämlich perfekt in solche dünnen Scheiben schneiden. Je dünner, desto besser. Falls doch größere Fettstränge vorhanden sind, wie hier, schneide ich sie raus. Die Scheiben hänge ich anschließend über einen Backofenrost und trockne sie bei 50 bis 70 Grad im Ofen. Noch besser ist natürlich ein Dörrapparat. Während der ersten 40 Minuten verliert das Fleisch extrem viel Wasser, deshalb schiebe ich hier ein Blech unter. Täte ich das nicht, wäre der ganze Ofen bald voller Flüssigkeit. Die bräuchte ewig zum Verdampfen und würde eine große Sauerei verursachen, die auch anbrennen könnte. Wer sich vor Bakterien fürchtet, kann das Fleisch auch eine halbe Stunde bei 130 Grad erhitzen, aber danach unbedingt wieder auf 70 Grad oder niedriger schalten, sonst brennt es an. Nach spätestens einer Stunde nehme ich das Blech mit dem Wasser drauf wieder raus. Viele Stunden später ist endlich alles getrocknet. Es ist wirklich wichtig, dass sich gar keine Feuchtigkeit mehr am Fleisch befindet. Die Scheiben müssen ganz hart und spröde sein und sich zerbrechen lassen. Als nächstes wird das Fleisch gemahlen. Ihr könnt dafür einen Mixer oder was auch immer ihr in der Art habt nehmen. Ich nehme diese alte Kaffeemühle, weil ich einfach das nutze, was ich habe. Und es funktioniert damit extrem gut. Das so entstandene Fleischmehl siebe ich nochmal, weil manchmal kleine Stückchen übrig bleiben, die extrem hart sind, was wirklich unangenehm beim Essen wäre. Als nächstes kommt der Teig ins Spiel. Heutzutage ist Rinderteig nicht mehr so bekannt, deswegen wissen vielleicht nicht alle, wo man den bekommt. Natürlich kann man ihn im Internet finden, wenn man ein bisschen danach sucht. Ich gehe dafür einfach zum Metzger meines Vertrauens und sage, dass ich Rinderteig bestellen möchte. Wenige Tage später kann ich mir bei ihm solche Fettlappen abholen. Aus denen lasse ich anschließend den Teig aus. Dafür schneide ich die Lappen in kleine Stücke, die ich in einem großen Topf bei niedriger Temperatur schmelze. Nach etlichen Stunden sieht das Ganze so aus. Es sind immer noch viele Fleisch- und Gewebestückchen im Topf. Die werden sich auch nicht auflösen, weil sie nicht aus Fett bestehen. Das goldleuchtende Fett schöpfe ich ab und gieße es durch ein Sieb in einen extra Topf. Nach einigen Malen muss ich die Stückchen ein bisschen runterdrücken, um an das noch reichlich im Topf vorhandene Fett zu kommen. Wenn damit irgendwann die Grenze erreicht ist, drücke ich die Stückchen noch in kleinen Portionen im Sieb aus. Die Stückchen koche ich später noch zu einer Brühe aus, auf deren Oberfläche sich am nächsten Tag nochmal eine dicke Schicht Teig absetzt. Diese könnte ich auch nochmal in den anderen Topf dazu tun, aber ich nehme sie stattdessen zum Anbraten, denn es würde ewig dauern, die ganze Flüssigkeit darin nochmal verdunsten zu lassen. Den Topf mit der eigentlichen Fettausbeute muss man nämlich nochmal längere Zeit bei niedriger bis mittlerer Temperatur vor sich hin brodeln lassen, weil sich noch Wasser im Fett befindet. Das Ganze gilt es so lange zu tun, wie noch solche Bläschen aufsteigen. Wenn irgendwann nichts mehr aufsteigt, ist der Teig komplett von Flüssigkeit befreit und kann abgefüllt werden. Dafür spanne ich ein solches Tuch über einen metallenen Trichter und fülle das Fett in Gläser. Keine Plastiktrichter nehmen, die könnten schmelzen. Teig kann viel heißer werden als Wasser. Also generell etwas warten mit dem Abfüllen. Keine Ahnung, wie viel Hitze solche Gläser vertragen. Danach den Deckel drauf und fertig ist der Teigvorrat, der im flüssigen Zustand auch noch wunderschön aussieht. Zurück zum gemahlenen Fleisch, welches jetzt mit dem Teig vermischt wird. Ihr könnt natürlich direkt flüssigen Teig reinmischen, aber ich gebe hier den erkalteten dazu und wärme die ganze Schüssel mit allem kurz im Ofen auf, sodass der Teig schmilzt. Bezüglich der Menge gibt es verschiedene Angaben im Internet. Ich nehme einfach genau so viel, dass die Masse gerade flüssig genug ist, um mit einer Kelle geschöpft und wieder ausgegossen werden zu können. Nicht zu viel Teig nehmen, sonst besteht der Riegel am Ende nur noch aus Fett. Jetzt ist auch der richtige Moment, um Salz hinzuzufügen, was erwünscht. Geschmacklich auf jeden Fall empfehlenswert, da es sonst ziemlich fad wird. Manche hauen auch noch getrocknete Beeren oder Honig und so weiter rein, aber ich in dem Fall nicht. Dann fülle ich die Masse in solche Förmchen. Es gibt zahlreiche Riegelformen aus Metall und Silikon zu kaufen. Ich werde einige in der Videobeschreibung verlinken. Man kann auch Muffinformen nehmen oder was auch immer euch passend erscheint.
Bei einer metallenen Form wie dieser hier nicht zu viel reinfüllen, sonst zerkrümelt später alles beim Rauslösen. Die ersten Male sind immer ein bisschen Experimentiererei. Probiert selber aus, was für euch am besten klappt. Nachdem die Masse erkaltet ist, können die Riegel rausgelöst werden. Je nach Form geht das etwas verschieden. Bei der Form hier fahre ich mit diesem Ding an der Seite rein und gelange somit ohne größere Beschädigungen an das fertige Produkt. Hat allerdings einige Versuche gebraucht, um diese Methode für mich herauszufinden. Danach packe ich die Riegel noch in Butterbrotpapier und fertig. So häufe ich mir im Laufe der Zeit einen schönen Vorrat an. Pemmican ist perfekt für unterwegs, weil es einfach so viele Nährstoffe auf engstem Raum hat. Überlegt mal, aus einem Kilo Fleisch sind gerade mal diese 5 kleinen Riegel entstanden. Das heißt, wenn man diese 5 Riegel verzehrt, dann ist es einfach, als würde man ein ganzes Kilo Fleisch essen. Somit auf kleinem Raum und mit wenig Gewicht sehr viel mit dabei. Nicht jeder mag den Geschmack. Ich mag den Geschmack sehr gerne. Ich finde es richtig lecker. Nachdem ich einige Videos dazu gesehen hatte, wo Leute es probieren, dachte ich schon, ob das so gut schmecken wird. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Wenn ihr wollt, gebt gerne einen Daumen hoch. Ciao.